schon seit Monaten nicht mehr. Sogar Frau Biernot kann sich das leisten. Die hat jetzt einen totschicken Abfall. Och, Margret, nun lass. Och, seh, Margret, das ist bestimmt ein neuer Auftrag. Ja, hier rühre ich sanitäre Anlagen, Gaswasser. Ich hör dir was von wegen Wasser. Das lasse ich dir mal stochen, bis du Brandblasen im Dickdarm hast. Du Schwerverbrecher. Schönen guten Tag, Herr Günzelsen. Ach ja, wegen dem Auftrag. Was heißt hier Auftrag, du Scheißrock an der Lande? Du kannst bei mir dächern, bis du schwach wirst. Und zwar kostenlos. Danke, Liebe. Ja, hola, hola, ho. Was zum Teufel? Ruhe da unten. Unverschämtheit. Ein ist als anständigen Bürger ja von nichts mehr geschützt. Tut der Gedusel aufmachen. Da kriegst du ja eine Mittelohrvergiftung. Ich tu gleich runterkommen und zieh den Sticker raus. Der Wind von Westen klebt Röhrigs Arsch am besten. Vom Einquasten immer schön dick auftragen. Und tupfen, nicht vergessen, schön tupfen. Damit sich keine Blasen bilden. Sonst kann bei Hitze das Dach platzen. Hier, Meister. Nee, nicht so schneiden. Nicht quer, längs, Mensch. Ich sagte doch südlich. Bin ich denn nur von der Bette umgeben? Oh, mein Fuß brennt. Oh, wieso ist es so heiß? Wer da? Maraden. Parole? Parole, Parole. Merkt er nicht, wen er vor sich hat? Soldat, nimm erstmal Haltung an! Der Führer hat eine wichtige Aufgabe für euch! Jawohl, mein Führer! So verkünde ich, denn die Zeit ist gekommen. Ab 22 Uhr wird zurückgeschissen. Holt eure Kameraden! Jawohl, mein Führer! Die Revolution wird von dieser Baustelle auf ganz Deutschland ausgehen! Wir werden das verrottete System an seiner eigenen Scheiße zugrunde. Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik, Röhrig. Hier spricht Frau Hansen. Meine Heizung rumpelt. Besonders nachts, wenn ich schlafen will. Und lecken tut sie auch. Es ist